60.000 Toten in den letzten 5-6 Jahren zum Teil auf diesen Freihandel zurückzuführen ist, auf die Ideologie und Logik des Freihandels. Ansonsten wollte ich noch was sagen zu den sozialen Bedingungen, aber das hat unser Freund aus Weilheim schon gesagt, dass also unheimlich notwendig ist, das Thema Arbeitsrechte, das Thema soziale Arbeitsbedingungen zu thematisieren, um da auch sozusagen das Bündnis auszuweiten. Und ein wichtiger Punkt, der hier auch aufgegriffen werden muss, ist der NSA-Skandal. Also die Frage, wie vertrauenswürdig ganz bestimmte Konzerne sind, die im Grunde das Internet kontrollieren. Das sind ja in aller großer Mehrheit US-amerikanische Konzerne. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Im Übrigen gibt es ja doch auch bei Abgeordneten ein Nachdenken darüber, ob man die Verhandlungen nicht aussetzen soll, gerade wegen dem NSA-Skandal. Also ich denke, diesen Punkt müssen wir unbedingt aufgreifen. Ich wollte noch eine Prognose stellen, wie sie mir im Moment sinnvoll erscheint. Ich habe den Eindruck, dass in weiten Kreisen der SPD, sei es jetzt im Europaparlament, sei es im Bundestag, die Schiedsgerichte auch ein Grund sind, gegen den sie sich stellen. Also, dass sie sich gegen die Schiedsgerichte aussprechen. Also, ich sehe die Gefahr, dass dann sozusagen diese Schiedsverfahren zurückgenommen werden, alles andere aber weiter verfolgt wird. Und dann wollte ich sagen, in dem Moment, wo dann ein Land bei der Ratifizierung nicht mitmacht, wird es so werden, da kommen Nachverhandlungen und dann kriegt dieses Land Sonderbedingungen an den kritisierten Punkten. Und jetzt, was den Widerstand gegen das TTIP angeht, ist eben das Problem, dass die etablierten Parteien vielleicht sich gegen die Schiedsverfahren eben aussprechen, aber für das Freihandelsabkommen werden sie sein. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, wie wir dann arbeiten. Ja. So, jetzt zu dem letzten Punkt würde ich dir widersprechen. Es wird nicht Nachverhandlungen geben, wenn ein Land sich widersetzen sollte, sondern es wird Vorverhandlungen geben, dass dieses Land es gar nicht sich wagt. Stellt euch mal vor, Malta oder Zypern würde sagen, nein. Was dann Frau Merkel täte? Ja? Wo dann unser Außenminister wäre? Wo dann unser Wirtschaftsminister wäre? Es kommt gar nicht dazu. Die werden so unter Druck gesetzt. Also das können wir vergessen. Dazu spielt Deutschland eine zu wichtige Rolle. Und Deutschland gehört zu den treibenden Kräften dieses Abkommens. Ich wollte aber noch zwei ganz grundsätzliche Dinge mal anmerken. Also, es ist ja so, ich will mal so sagen, es gibt diese große Bertelsmann-Studie. Ich empfehle, die kann man runterladen, das zu lesen, wer ein bisschen Zeit hat. Ich will auf einen Punkt hinaus. Das wird in aller Ehrlichkeit gesagt, bei diesem Abkommen gibt es auch Verlierer. Da gibt es sogar Tabellen. Und ich habe 9 Jahre in Afrika gelebt und mich hat es besonders interessiert, was dann in Namibia passieren würde. Da steht da drin, also wie das berechnet ist, ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ja. Da steht da drin, das Pro-Kopf-Einkommen in Namibia würde um 4,1% zurückgehen. So. Das kann man im Grunde genommen für die ganze dritte Welt sagen, mehr oder weniger, dass es dann zurückgehen wird. Es werden unterschiedliche Zahlen, Mauritius soll es noch höher zurückgehen. Aber das heißt doch, da wird eine Wahrheit ausgesprochen, hier sind die Mächtigen im Gange, sich ihre Vorteile noch weiter auszubauen. Wenn das gelingt, ist das wirklich ein ganz großer Schritt, um die Welt noch unfriedlicher zu machen. Daraus folgt doch, dass wir einen noch größeren Zustrom von zum Beispiel Afrikanern haben werden, weil die es gar nicht mehr aushalten können. Also in vielen dieser Länder sind die Leute, leben gerade, sie vegetieren an der Überlebensgrenze. Wenn man das jetzt noch absenkt, wäre das eine notwendige Folge. Das ist eine Bemerkung. Eine zweite mache ich ganz kurz, weil es in diesem Kreise wahrscheinlich gar nicht nötig ist. Aber bei ATTAC setzen wir uns ja im Grunde genommen ein, für eine regionalisierte Wirtschaft. Wir sagen, warum ist es nötig, in Bayern Joghurt aus Mecklenburg-Vorpommern zu essen? Den wollen wir von hier aus vielen guten Gründen. Jetzt wird dieses TTIP-Abkommen in Kraft gesetzt. Das heißt, wir kaufen amerikanische Stecker und die Amerikaner kaufen
deutsche Föhngeräte, was da über den Ozean geht, was das für eine Verdreckung der Ozeane bedeutet, eine Umweltbelastung. Also es ist auch aus diesen ökologischen Gesichtspunkten überhaupt nicht vertretbar, was da gemacht wird. Marie Buchner, ÖVP. Ich habe eine Frage. In der Schweiz hat es offensichtlich ein Abkommen gegeben, was auch dort die Regierung fast entmachtet hat oder überhaupt ähnlich wie das Freihandelsabkommen. Ich habe den Namen vergessen. Und die Schweiz hat dagegen jetzt ein Volksbegehren und Bürgerbegehren gemacht und das ist noch nicht zu Ende. Ich bringe es morgen mal mit, den Artikel. Ich weiß den Namen nicht von diesem Abkommen. Und meiner Ansicht nach, solange Parteien Firmenspenden nehmen oder Spenden von so jemand wie Bertelsmann zum Beispiel, wird sich da an diesen entsetzlichen Geschichten nichts ändern. Das gehört man, was hier das Massi von der AfD. Folgendes, ich denke, das ist alles in die richtige Richtung gegangen. Folgendes, mir fällt auf, wir doktern immer an den Auswüchsen rum. Wir wehren uns gegen das eine Abkommen, wir wehren uns gegen die anderen Gemeinheiten, die da uns aufoktroyiert zu werden versuchen. Und ich habe jetzt gerade wieder ein Buch gelesen von Kusmanski, 0,1% des Imperium der Milliardäre. Im Endeffekt sind es genau diese Leute, die das immer alles verursachen. Wir sollten nicht nur immer auf die mittlere Ebene der Schiene, wo alles umgesetzt wird für diese Leute, gucken, wir sollten wirklich ganz nach oben schauen. Also vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, die in die Öffentlichkeit zu zerren und zu sagen, die sind schuld, die sollen es mal lassen, die sollen das Geld wieder hergeben. Also meine Bemerkung schließt sich beide letzten Rednerinnen an. Zum einen, es hat ja jetzt Davos stattgefunden. Die großen Wirtschaftsbosse haben dort sicher auch darüber gesprochen. Was ich sagen will, dieses transatlantische Handels- und Investitionsabkommen betrifft nicht Europa, USA, betrifft nicht nur USA und Europa. Denn dieses Abkommen soll erklärtermaßen eine Blaupause sein, dafür, dass der Welthandel in andere Bahnen gelenkt wird, nämlich genau dorthin, wo Henning erwähnt hat, es wird, stellen Sie sich mal vor, wenn Konzerne ärmere Länder verklagen, weil sie dort nicht rumfuhrwerken können, wie sie gerade wollen. Das würde zu massiven Einbrüchen in weltweit führen. Ich glaube, wenn wir gegen dieses TTIP antreten, dann darf das nicht in eine gewissen nationalistische Schiene nur argumentiert werden, dass es uns in Europa an den Kragen geht oder bestimmten Bereichen in Europa, sondern das hat weltweite Auswirkungen, weil es eben ein Vorbild werden soll. Und das im Hinterkopf zu haben, wäre für uns wichtig. Und das andere, was auch schon gesagt wurde, die Offenlegung der Verhandlungen, das wäre unter demokratischen Gesichtspunkten äußerst wichtig für uns, wenn wir die Abgeordneten, wie Almut das ja zu Recht sagt, an die Abgeordneten herantreten, dann geht es um die Offenlegung. Nicht, dass wir die nur damit befassen, was es alles für schlimme Auswirkungen hätte, sondern wir wollen die demokratische Offenlegung. Und daran ist ja auch das MAI damals unter anderem gescheitert. Die letzte Frage kommt jetzt und dann darf Herr Roland die Schlusswort. Alles beantworten noch, alle offenen Fragen, die noch bestehen könnten. Ich bin Winfried aus der Traunsteiner Gegend und wir wenden uns alle so sehr dagegen. Es wäre schön, wenn wir für etwas wären. Und wenn wir den Aspekt mehr in den Vordergrund stellen, wie das einer der Mitbegründer von Attac Österreich gemacht hat, der Christian Felber,
finde ich, bringt es uns alles deutlich weiter. Und manche Beiträge von dem, was wir gehört haben, es ist alles nachzulesen. We all are equal, but some are more equal. Animal Farm. Und es ist eine weltweite Schweinerei im Gange und bei der Wortwahl von dem Schiedsstelle zu sprechen, das TTIP scheint nicht mal mehr ein Q-Tip mehr zu sein. Und ich wollte meine konkrete Frage, kann man nicht, so wie die eine Dame hinten nach sagte, muss da gestern was gelaufen sein, Kabarettisten mit ins Boot holen? Kann man nicht einen Konstantin Wecker in der Richtung mit sensibilisieren? Das wäre meines Erachtens wahnsinnig positiv. Okay. Für diese kurze Ergänzung, weil du nach Positivem fragst. Morgen Nachmittag haben wir einen der Arbeitskreise von Klaus Pfaffelmoser und Bernd, wo ihr über Alternativen nachdenkt. Also wie kann man eine demokratischere Wirtschaft hinkriegen? Und jetzt bist du da mit den Antworten. Vielleicht zu dem Letzten, weil ich da einfach nur positiv drauf antworten kann. Wir haben oder wir stellen von der TAG aus, mit Unterstützung natürlich teilweise von anderen Organisationen vor Ort, eine Kulturtour. Einer der Beteiligten ist Konstantin Wecker, der unterstützt diese Tour. Wir werden durch mehrere Städte im Mai praktisch ziehen mit immer einem kulturellen Beitrag. Das ist sehr vielschichtig, das sind auch verschiedene Themen. Und natürlich immer mit dem Aspekt, dass wir aufklären über diese Freihandelsart. 9. Mai in München. Okay, 9. Mai in München, das ist ein Ort, zum Beispiel, klar. Zu den Alternativen. Es gibt seit 2-3 Jahren einen Prozess in der handelspolitischen Szene in Europa, die ein alternatives Handelsmandat entwickelt hat. Es ist ja so, die Europäische Kommission kriegt von dem Europäischen Rat ein Handelsmandat, das ist die Grundlage, mit dem sie verhandeln dürfen. Wir haben jetzt praktisch ein alternatives Handelsmandat entwickelt. Das ist jetzt seit einem Monat ungefähr in englischer Version fertig. Das wird gerade übersetzt und wir werden in den nächsten Wochen dieses Mandat, den wir beschreiben, was unserer Meinung nach sinnvoll ist. Also es geht ja nicht darum, dass man prinzipiell Handel ablehnt, aber was sinnvoll ist, wie wir uns Handel vorstellen würden als Argumentationshilfe, auch natürlich gegen das TTIP, aber das ist ein längerer Prozess, der geht jetzt schon über 2-3 Jahre. Also auch da gibt es Diskussionen und Prozesse zu der anderen Geschichte. Es ist richtig, dass es bei diesem Prozess auch Verlierer geben soll. Das ist in der Bertelsmann Stiftung beschrieben. Ich habe das jetzt deswegen auch rausgelassen, weil Bonifaz Mombasa ja auch genau darüber berichtet. Vielleicht nur ein Punkt dazu. Südafrika hat vor einigen Wochen angekündigt, Südafrika hat mit Deutschland einen Investitionsschutzvertrag. Und es wird ja immer behauptet, oder es wurde früher behauptet, solche Investitionsschutzverträge müsste man mit den schwächeren Ländern abschließen, die kein vernünftiges, kein ausgereiftes Rechtssystem hätten. Das war immer die Argumentationsgeschichte. Und Südafrika hat gesagt, also bei Südafrika war es so, dass dieser Vertrag während der Apartheid abgeschlossen worden ist. Sie haben gesagt, diesen Vertrag brauchen wir nicht mehr, der ist für uns nur schädlich. Wir haben ein vernünftiges Rechtssystem und da sind auch Investorenrechte in vernünftiger Weise, so wie Sie meinen, dass es vernünftig ist, abgesichert. Und deswegen haben Sie diesen Vertrag gekündigt. Nur eins muss man auch dazu sagen, in diesem Vertrag gibt es Bestandsschutz noch 20 Jahre. Das heißt, wenn Sie den Vertrag jetzt kündigen, müssen Sie noch 20 Jahre zumindest für die Dinge, die bis dorthin investiert worden sind und diesen Schutz genießen, noch diesen Schutz aufrechterhalten. Auch Australien hat mittlerweile angekündigt, dass solche